Ja, wie angekündigt, sitzt er jetzt schon neben mir, Wieland Schinnenburg von der FDP. Einige kennen ihn noch aus der Hamburger Bürgerschaft. Seit 2017 ist er Teil des Deutschen Bundestages und auch aktuell im Gesundheitsausschuss. Schön, dass du hier bist, Wieland. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne. Wir haben uns ja vor 2 Wochen das letzte Mal gesehen, bei der letzten Aktion von Alarmstufe Rot. Mhm. Das war beim Fernsehturm hier in Hamburg. Du hast danach Interviews gegeben, auch die Aktion an sich ist ja durch die Medienlandschaft gegangen, durch ganz Deutschland. Du hast Interviews gegeben, du hast im Bundestag gesprochen. Was ist daraufhin passiert? Also es hat etliche Reaktionen gegeben. Also mich hat das damals sehr beeindruckt. Und ich habe die Gelegenheit gleich genutzt, in meiner nächsten Bundestagsrede da Alarmstufe Rot zu zitieren, als Positivbeispiel. Uns wird ja gerne von der Regierung erzählt, es geht gar nicht anders. Wir brauchen Lockdown, alles zumachen und macht, es geht gar nichts. Und Alarmstufe Rot hat vor 2 Wochen und führt heute wieder vor, dass es eben doch geht. Mit Testung, mit Hygienekonzept, mit Kontaktnachverfolgung und auch mit Abstand. Also es ist ja so, dass wir dichter so, wenn wir näher kommen, dann schreit da vorne gleich einer. Ja. Also es geht. Und das habe ich denen bewusst vorgeführt. Und da guckten ehrlich gesagt die Vertreter der Regierungsfraktionen nicht beglückt. Aber das brauchen die halt. Nicht? Wenn man denen mal deutlich sagt, Leute, es stimmt gar nicht. Es geht doch. Es ist mühsam. Ja, und es ist auch nicht ganz so toll wie ohne Coronavirus. Aber einfach alles zumachen ist doch keine wirkliche Perspektive. Aber wie war denn das Feedback denn dann? Kam das zurück oder Fragen, Rückfragen, Gespräche, die du geführt hast? Ja, also im Bundestag selber nicht, aber ich kriegte, also mein armer Büroleiter hatte so viel zu tun, der kriegte jede Menge E-Mails, kriegte auch ein paar Anrufe. Fast ausnahmslos positiv, nach dem Motto, endlich sagt das mal einer. Aber das habe ich gern gemacht. Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns im Bundestag nicht nur mit Akten beschäftigen, sondern das reale Leben angucken. Und gerade in so einer Situation, wo eine bestimmte Sichtweise permanent gebracht wird, sagen wir es mal so, dass da auch mal eine andere Idee und eine andere Verhaltensweise als Alternative vorgeführt wird. Und da bin ich gerne dabei. Es wurde zuletzt die Notbremse wieder gezogen in einigen Teilen Deutschlands, in Hamburg, Brandenburg, Baden-Württemberg, Teile Bayerns. Da haben wir jetzt eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Es gehört ja nun aber auch zu unserem Grundgesetz, dass wir uns frei bewegen dürfen in der Bundesrepublik. Ist das nicht eigentlich verfassungswidrig? Das wird das Bundesverfassungsgericht noch zu entscheiden haben. Ich bin ja auch Jurist. Ich habe da durchaus gewisse Zweifel, ob das verfassungsgemäß ist. Was mir persönlich viel wichtiger ist, ich glaube, es bringt praktisch nichts. Also man kann lange darüber diskutieren, ob Ausgangssperren generell bei Corona was bringen. Da habe ich schon meine großen Zweifel. Denn es werden doch Kontakte jetzt von der Straße in die Wohnung verlagert. Nicht? Und das Virus ist nicht so fair, dass es sagt, okay, jetzt sind wir drin, jetzt mache ich nichts. Sondern es wird in der Wohnung, wenn ich dich zu mir nach Hause einlade, hat das doch die gleiche Wirkung, als wenn wir uns auf der Straße treffen. Also habe ich schon meine Zweifel. Aber selbst wenn wir unterstellen, dass generell Ausgangssperren etwas bringen, die Hamburger Ausgangssperre bringt nichts. Da gibt es dermaßen viele Ausnahmen. Man muss ja nur sagen, ich will gerade joggen, ich will meinen Hund ausführen oder ich bin beruflich unterwegs. Ja, also was ist beruflich? Also dann stellen wir beide uns gegenseitig heute Abend die Bescheinigung aus. Du warst beruflich da, ich war beruflich da und dann machen wir das Gleiche, was vorgestern noch ohne Ausgangssperre ging. Nicht? Also diese Hamburger Ausgangssperre ist ein Schuss in den Ofen. Das habe ich mich tatsächlich gefragt. Ja? Ich bin ja heute hier vor Ort. Ich habe jetzt keine Arbeitsbestätigung bekommen. Es gibt da auch keinen Vertrag im Hintergrund. Das ist in der Eventbranche manchmal üblich, manchmal nicht, manchmal ja. Also es ist mal so, mal so. Wie wäre denn das jetzt? Mal angenommen, ich bin nach 21 Uhr unterwegs im Auto. Nicht zu Fuß, nicht joggen, nicht mit dem Hund. Und ich werde kontrolliert. Was haben denn Polizisten überhaupt für eine Grundlage, wenn ich sage, ja, ich war da hier in so einer Lasertag-Arena, da habe ich Interviews geführt. Was für eine Grundlage haben die Polizistinnen und Polizisten in diesem Land, das zu beurteilen? Die haben vor allem mein Mitleid. Die müssen das ausbaden, eine schlechte Verordnung. Ja? Das ist immer öfters bei der Polizei so, dass die chaotische Gesetze oder Anordnungen umsetzen müssen. Da tun mir die Polizisten einfach leid. Das können die natürlich nicht. Also wenn wir beide jetzt sturzbetrunken im Auto sitzen mit einer Faschingsmaske auf dem Kopf, dann können die feststellen, okay, das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr beruflich. Die werden es niemals schaffen, Tausende von Menschen, die vielleicht unterwegs sind, von denen vielleicht 2/3 sogar zu Recht unterwegs sind, 1/3 nicht, das auseinanderzuhalten. Die arme Polizei, die soll sich lieber um Einbrecher kümmern oder um Banküberfälle, Vergewaltigung, was immer es geben macht. Da sind sie dafür da und nicht mit solchen unsinnigen Regelungen. Alarmstufe Rot und Alster in Flammen beschäftigt sich ja nun gerade mit dem Thema, wie können Lockerungen stattfinden, wie können auch Veranstaltungen wieder stattfinden. Und ein Thema ist natürlich der Impfstoff in dem Zusammenhang, dass Menschen durchgeimpft sind. Ich glaube, wir sind bei rund 10 Millionen Erstimpfungen aktuell in Deutschland.
Was hat Deutschland da oder die Regierung versäumt? Hätten wir überhaupt unabhängig von der EU-Kommission einen Alleingang gehen können bei dem Einkauf von Impfstoff? Hätten wir gehen können, hätten wir aber nicht machen sollen. Ich fand es schon richtig, dass man das die EU machen lässt. Also erstmal, damit wir auch für die kleineren EU-Länder, die alleine gegen auf dem Weltmarkt kommen, eine Chance haben, dass wir denen auch helfen. Und es ist auch so, dass eine riesige EU eine andere Nachfrage gemacht hat als in einzelnen Ländern. Das ist schon sinnvoll. Nur die Bundesregierung hat geschlafen. Sie muss natürlich dann aufpassen, was da passiert. Also im Juni 2020 wurde die EU-Kommission beauftragt, Impfstoffe zu beschaffen. Der erste Vertrag wurde Ende August, also nach 2 Monaten, abgeschlossen. Und gerade BioNTech, Pfizer erst im November. Mhm. Ja, und das war noch zu einer Zeit, wo Deutschland noch den Ratsvorsitz hatte. Und Herr Spahn war Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz der EU. Mhm. Da hätten die Kanzlerin und der Spahn hätten da sofort eingreifen müssen. Liebe EU, macht das, aber macht es schnell und macht es besser. Der Fehler an den Verträgen, die die EU gemacht hat, ist ja nicht nur, dass sie spät kamen, sondern es gibt keine festen Liefertermine und es gibt keine Vertragsstrafen. Ich bin ja, wie gesagt, Jurist. Wenn ich so einen Vertrag gemacht hätte, könnte ich gleich schon meiner Haftpflichtversicherung Bescheid sagen. Kapitaler Fehler. Aber da scheint das keine richtigen Folgen zu haben. Also katastrophale Verträge. Darum habe ich jetzt auch in meiner letzten Bundestagsrede schon vorgeschlagen, lass uns doch Nachverhandlungen machen. Mhm. Also BioNTech, wie sie alle heißen, sind ja grundsätzlich durchaus bereit, sich zu bestimmten Lieferterminen zu verpflichten. Dann wollen sie nur mehr Geld haben. Es würde uns eine Nachverhandlung, wenn man dann Liefertermine festsetzt, die würden uns mehr Geld kosten. 1 Milliarde, 2 Milliarden, 3 Milliarden. Aber was ist denn das gegen die zig Milliarden, die wir an Verlusten haben? Es wäre viel, viel billiger, das doppelte Geld meinetwegen für schnelle Lieferung von Impfstoffen auszugeben, statt für Lockdown. Mhm. Es wird ja immer wieder der Vergleich gemacht mit anderen Ländern, wie Israel zum Beispiel. 2/3 der Bevölkerung sind dort schon durchgeimpft. Kannst du diesen Vergleich nachvollziehen? Ja, kann ich schon. Also wird immer gesagt, ja, das ist ein kleines Land, ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht um die absolute Zahl der Impfdosen, sondern die Relation. Also Israel ist ein Land, das ich immer schon sehr bewundert. Ich habe vor Jahrzehnten mal im Kibbutz dort gearbeitet, seitdem bin ich Israel-Fan. Die lassen uns wirklich ziemlich alt aussehen. Also nicht nur Deutschland. Also nach meiner Kenntnis ist Deutschland immerhin fast ganz knapp hinter Marokko. Ja, mhm. Wer hätte noch vor wenigen Jahren gedacht, dass wir uns mit Marokko vergleichen? Also Israel macht es viel besser, sowohl die Beschaffung als auch die Verteilung, die Verimpfung. Bei uns liegen immer noch, ich glaube, 2 Millionen Impfdosen im Kühlschrank. Mhm. Die gehören natürlich, wir haben wenige, und die wenigen werden noch nicht mehr richtig verarbeitet. Der Staat versagt bei der Beschaffung und bei der Verteilung. Also ein ziemlich peinliches Kapitel. Und ausbaden müssen es die Bürger. Also wir beide durch Freiheitsbeschränkungen, die Wirtschaft und die Kulturbranche, die Eventbranche, um die es heute Abend geht, durch katastrophale wirtschaftliche Folgen. Ja, und das hat maßgeblich der Staat zu verantworten. Du hast gerade gesagt, naja, es ist ein kleines Land, aber kann man denn die 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in Israel wirklich mit 450 Millionen EU-Mitbürgerinnen und Bürgern vergleichen? Also eigentlich, der Vergleich hinkt doch aber auch. Aus meiner Sicht nicht. Wir haben ja auch entsprechend mehr Personal. Mhm. Also mit dem gleichen Personal wie in Israel würden wir sie auch nicht schneller schaffen. Nicht? Mhm. Aber das, die Anforderungen an ein Land wie Israel oder ein Land wie Deutschland sind doch ungefähr die gleichen. Also wir reden ja gern davon, dass wir ein High-Tech-Land sind, ein gut organisiertes Land. Ich glaube, diesen Titel sind wir los. Ne? Also gut organisiert sind wir nicht, in anderen Dingen auch nicht. Stichwort Berliner Flughafen, Stichwort Elbphilharmonie, Stichwort Stuttgart 21. Also seit einiger Zeit ist in Deutschland da schon einiges, läuft da schon schief. Beim Thema Internet hängen wir völlig hinterher. Mhm. Also ich war vor einiger Zeit in Holland, steige in den Zug ein, wunderbar, können im Zug wunderbar arbeiten, kommen zur deutschen Grenze, bups, ist die Verbindung weg. Ich meine, früher war es vielleicht umgekehrt, da waren Deutschland ist gut, in Holland ist schlecht. Nein, wir hängen ganz viel hinterher. Drückt sich auch hier aus, wenn wir auch die unzureichende Digitalisierung, ist auch einer der Gründe, nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum wir sehr schlecht in der Krise dastehen. Da muss man investieren und nicht in den Laden einfach zumachen. Da jetzt kein anderer Politiker einer anderen Partei hier sitzt, muss ich natürlich überlegen, wie kann ich jetzt auch mal gegen. Aber zu. Aber jetzt muss ich überlegen, welche Projekte liefen denn besonders gut in den letzten Jahren. Natürlich muss man einfach sagen, dass insgesamt im Ländervergleich natürlich die Sterberate bedeutend geringer war. Auch bezogen auf die Corona-Sterberate als in vielen anderen Ländern. Also irgendwas müssen wir ja doch auch richtig machen. Wir haben ein nach wie vor, und da bin ich auch sehr stolz, auf ein sehr gutes Gesundheitssystem. Mhm. Also wir kennen noch diese Horrorbilder aus Frankreich, aus Italien. Die gab es bisher in Deutschland nicht, und ich hoffe, es bleibt auch so. Das lag maßgeblich daran, dass wir ein sehr gutes ambulantes Gesundheitswesen haben. Mhm.
Also von, die Statistik ist nicht ganz eindeutig, aber ungefähr 6 von 7 Corona-Erkrankten, die kommen in Deutschland gar nicht erst ins Krankenhaus und belasten dort gar nicht die Betten, sondern die werden vom ambulanten System, sprich von Ärzten, behandelt. Und das ist eine enorme Stärke, ja, dass wir da also sehr gut auf. Wir haben angeblich die höchste Zahl an Intensivbetten bezogen auf die Einwohnerzahl in der EU. Ja, auch da ist Kapazität vorhanden. Manche sagen, die kommt demnächst in die Grenze, aber bisher hat sie immer ausgereicht. Anders als in anderen Ländern, wo eben diese schreckliche Triage schon passiert, die ist in Deutschland bisher nicht passiert. Und wir hoffen, dass es auch nicht kommt. Aber das deutsche Gesundheitswesen hat das oft gescholtene, es ist auch kein billiges, muss man sagen, also nicht ganz billig, aber es hat sehr gute Erfolge erzielt. Besonders im letzten Jahr sind ja die Stimmen lauter geworden, sowohl in der Medienlandschaft als auch in der Bevölkerung, mehr auf die Intensivbettenbelegung zu schauen. Ja, und nicht so stark nur auf den Inzidenzwert, sondern auch mal so andere Rahmenbedingungen sich anzuschauen. Nun ist es so, dass so ein Gerücht kursiert. Und ich hoffe, wir können da vielleicht einmal mit aufräumen, dass du mir dabei hilfst, dass die Zahl der Intensivbetten gesunken ist und angeblich aber in der Statistik plötzlich nicht mehr aufgetaucht ist. Das ist das, was gerade so bei Social Media kursiert. Ich weiß nicht, kennst du diese These, dass teilweise die Intensivbetten sind verringert worden? Das wurde aber in der Statistik angeblich so ein bisschen untergegangen. Wie kannst du uns da weiterhelfen? Was ist da genau passiert? Ja, also erstmal ganz sicher, also die Zahlen kenne ich ganz sehr genau. Also in der Tat hat die Zahl der Intensivbetten in den letzten 12 Monaten abgenommen. Mhm. Was an solchen schon schlimm ist und eigentlich noch schlimmer ist, weil der Spahn hat zu Recht, das haben wir auch als FDP auch zugestimmt, eine Prämie ausgelobt vor einem Jahr. Für jedes neu geschaffene Intensivbett kriegt ein Krankenhaus 50.000 Euro. Also haben wir zugestimmt, auch ein teurer Spaß, ist aber richtig. Und deshalb hätte man erwarten sollen, dass die Zahl der Intensivbetten nicht sinkt, sondern steigt. Ja, wie viel auch immer. Und ist tatsächlich gesunken. Ganz sicher ist noch nicht, woran es liegt. Höchstwahrscheinlich liegt es am Personal. Wir haben also aller Wahrscheinlichkeit nach 10.000, 15.000 voll ausgestattete Intensivbetten. Aber das Bett ist da, die ganze sehr teure Technik ist da. Es gibt aber kein Personal. Das ist nämlich nicht so einfach. Also wir beide könnten nicht als Intensivpfleger mal kurz einspringen. Das können die normale Leute nicht. Mhm. Wo ein Fehler, glaube ich, lag, man hätte also schon vor einem Jahr anfangen müssen, normale Ärzte und Pfleger schon zu schulen als Intensivärzte und Intensivpfleger. Weil es stehen einige Krankenhauskapazitäten in anderen Bereichen leer. Das ist vielleicht bekannt. Mhm. Viele Krankenhäuser haben ihren sonstigen Betrieb heruntergefahren, um Kapazitäten freizuhalten. Das ist auch richtig so. Nur es wurde kaum Kapazität aufgebaut an Personal. Technik schon, die steht also in erheblichem Maße noch zur Verfügung, aber es fehlt das Personal. Und es ist sehr, sehr emotional anspruchsvoll, dort zu arbeiten und ist auch technisch anspruchsvoll. Also ein normaler Hausarzt kann sehr gut impfen, er kann aber nicht mal ohne weiteres in der Intensivstation arbeiten. Da muss man schon, das wird man nicht 5 Jahre brauchen, aber eine gewisse Zeit muss man dazu erstmal eine fachliche Ausbildung kriegen. Und ich hoffe, dass sich das nicht rächt. Bisher hat es sich nicht gerecht, weil wir immer noch, auch jetzt noch, ich glaube 3.000 freie Intensivbetten haben. Mhm. Das kann sich ganz schnell ändern. Nicht? Also die Intensivpatientenzahl und auch die Todeszahl, die hängt der Infektionszahl 2, 3 oder 4 Wochen hinterher. Mhm. Also wenn sich heute jemand infiziert, braucht er noch ein paar Tage, bis die Intensivstation ist. Und bis die Infektionszahlen steigen, da ist eine gewisse Zeitverzögerung drin. Da hatten wir, als die Infektionszahlen sanken Anfang des Jahres, blieb die Todeszahl zunächst noch hoch. Sie ist jetzt ja sehr niedrig, aber sie war eine Zeit, obwohl die Infektionszahlen runtergingen, das waren sozusagen in Anführungsstrichen, salopp gesagt, die Toten aus der Zeit davor. Das hängt also hinterher. Mhm. Also man kann sich nicht darauf ausruhen, zu sagen, oh, wir haben jetzt 3.000 Intensivbetten, brauchen wir nichts machen. Nein, so ist es nicht. Da besteht eine Gefahr, dass dieser Puffer, der sich jetzt zunächst mal ganz gut anhört, dass der auf Dauer nicht ausreicht. Die Gefahr ist schon, ich bin ganz erschrocken immer, wenn manche oder eine Partei vor allem und auch bestimmte Leute sagen, Corona ist ja gar keine Gefahr. Doch, es ist eine Gefahr. Mhm. Nur wir müssen viel smarter darauf reagieren, als wir es bisher gemacht haben. Ein wichtiger Faktor in dem Zusammenhang ist der Inzidenzwert. Und es ist nun, denke ich, allgemein bekannt, dass sich die FDP gegen den Inzidenzwert ausspricht und sagt, Mensch, da muss man viel, viel mehr Rahmenbedingungen anschauen. Was ist die Alternative? Also wir lehnen nicht komplett ab, nur wohl im Gesetz steht, also wenn Frau Merkel ihre Konferenzen machen, kommt immer 50, 35, 100, wie auch immer. Das kann es nicht sein. Also nehmen wir mal einen Inzidenzwert von 30, hört sich super gut an. Wenn das aber alles Menschen mit Vorerkrankungen sind oder über 80-Jährige, ist es eine Katastrophe, kriegen wir gar nicht mehr in den Griff. Wenn wir umgekehrt eine Inzidenz von 100 haben, das aber fast nur junge Leute sind, die keine Vorerkrankungen haben, kein Problem. Ja, das heißt, man muss also die gleiche Inzidenz ein bisschen gewichten. Da gehört eben dazu das Alter, die Vorerkrankungen gehören dazu, die Fähigkeiten der Gesundheitsämter, die
nach wie vor sehr schlecht sind. Wenn ich die Kontaktnachverfolgung verbessere, kann ich viel besser in Infektionsketten unterbrechen, so wie wir das heute Abend hier machen. Nicht? Also wenn jetzt nachher rauskommt, Gila war positiv, dann wird morgen früh bei mir das Telefon klingeln, Schönburg Quarantäne oder so. Nicht? Das ist also perfekt abgesichert. Und das ist leider woanders nicht so. Das ist einer der Vorteile von eurem Konzept hier, dass das alles gewährleistet ist. Und die Liste geht noch munter weiter. Denn die Frage ist, jetzt wird es kompliziert, wie kommen diese Infektionszahlen zusammen? Sind die an einem Ort? Also die berühmten Fleischfabriken war vor ein paar Monaten, nicht? Das war eine ziemliche, wenn der Begriff mal Sauerei der Fleischfabriken, was da passiert ist. Mhm. Aber infektionstechnisch war das gar nicht so schlimm, weil die kann ich schnell isolieren, die Leute, die in dieser Fleischfabrik arbeiten. Nicht? Das ist also, da ist eine vergleichsweise hohe Infektionszahl gar nicht so schlimm. Wenn die gleiche Zahl Infizierten ohne irgendwie erkennbare Gründe über das ganze Land verteilt sind, kann man es viel schlechter in den Griff kriegen. Nicht? Also das muss man alles gewichten. Wir haben als FDP schon vor 2 Monaten einen Antrag zugemacht, wo das ganz genau beschrieben ist. Wir nennen das eine Gewichtung des Inzidenzwertes. Nicht? Also diese simple 50 ist schlimm oder 100 ist schlimm oder drüber ist noch schlimmer oder so, das ist einfach wirklich, ja, muss meine Worte ziehen. Ja, also das ist ein bisschen einfach gedacht, muss man ganz freundlich zu formulieren. Okay, weil ich wollte gerade sagen, ne, Menschen brauchen ja irgendeine Richtlinie, also irgendwelche Leitplanken, wo man sagt, daran können wir uns halten, um auch Klarheit zu schaffen, ja, ein bisschen Klarheit. Aber ihr sagt, okay, das an sich ist für uns in Ordnung, wir wollen nur, dass da mehr berücksichtigt wird bei dieser Auswertung oder bei der Betrachtung. Es geht um die grausamen Folgen. Mhm. Also die Pandemie zu unterschätzen, bedeutet viele schwerkranke und tote Menschen. Sie überschätzen die aktuelle Infektionsgefahr, bedeutet unnötige Einschränkungen. Hier, Stichwort Eventbranche. Nicht? Mhm. Also diese grausamen Einschränkungen finde ich kritisch. Aber wenn sie dann auch auf unzureichendem Datenmaterial basiert, inakzeptabel. Ja? Mhm. Wir haben nun eine Künstlerförderung. 1 Milliarde Euro soll zusätzlich durch ein Hilfspaket ausgeschüttet werden. Wie sieht es denn aus? Kannst du das so ein bisschen aus deiner Perspektive beurteilen? Kommt das Geld jetzt bald oder wie weit sind wir da schon? Also ich wäre froh, wenn es bei, erstmal die Summe, es gehört sich viel an, ist gar nicht so viel. Ich mir denke, wie viele Menschen davon leben sollen, ist die Summe gar nicht so hoch. Also ich wäre sehr froh, wenn das sehr schnell passiert. Dieses Stichwort Novemberhilfe lässt einen ein bisschen zweifeln. Nicht? Ich weiß, ist jetzt alles ausgezahlt worden? Also zumindest habe ich heute Berichte gehört, dass das angekommen ist bei den Ersten, die Novemberhilfe. Okay. Gut. Weiß also, jetzt nicht, ob das für alle da draußen gilt. Ja. Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Ne? Ihr guckt ja gerade zu. Wie sieht es bei euch aus? Sind Hilfen angekommen? Ja. Also wenn 1 Milliarde ist besser als nichts. Wenn das in den nächsten 6 Wochen alle erreicht, die es brauchen, ist es eine super Sache. Hat die Regierung auch meinen Beifall. Ich habe meine großen Zweifel. Nicht? Du kennst ja vielleicht die Entwicklung des Haushaltes. 2020 haben wir eine Riesenmehrausgabe bewilligt. Mhm. Der Scholz hat, ich glaube, 50, 60 Milliarden davon gar nicht gebraucht. Das nicht nur daran, weil die Hilfen nicht ausgezahlt wurden. Der Steuerzahler freut sich vielleicht, aber daran sieht man, wie dramatisch das ist. Also ich habe meine Zweifel, ob die Milliarde, irgendwann wird sie sicher gezahlt werden, das glaube ich schon. Aber ich glaube, es wird noch eine Zeit dauern. Bei Alarmstufe Rot haben wir jetzt ja viele Künstlerinnen und Künstler, die mit dabei sind, viele aus der Veranstaltungsbranche, Musical-Darsteller unter anderem. Kommen wir da doch mal grundsätzlich auf die staatlichen Förderungen. Es werden ja Kultureinrichtungen, staatliche Kultureinrichtungen werden auch gefördert, privatwirtschaftliche, ich nenne jetzt nur mal Stage Entertainment, andere Unternehmen werden nicht gefördert. Siehst du hier eine Ungerechtigkeit oder womit hängt das zusammen? Ja, ich finde es ungerecht. Also man kann lange diskutieren, ob es staatlich subventionierte Kultur geben soll. Ich glaube, in gewissem Maße brauchen wir das. Aber es fällt schon auf, dass die staatlichen Hamburger Theater zum Beispiel die ihre Subventionen weiterbekommen. Und die machen weit über die Hälfte der Einnahmen aus, also ganz wesentlich. Die kriegen das weiter, sollen sie, ich will ihn jetzt gar nicht wegnehmen. Während alle privaten Veranstalter, du hast schon einige genannt, es gibt noch wesentlich mehr, die kriegen gar nichts. Nicht? Und das, finde ich, passt nicht zusammen. Also ich hatte da ein Angebot gemacht, ich hatte schon im Oktober dem Intendanten des Norddeutschen Rundfunks einen Brief geschrieben, macht doch bitte mal jeden Abend 1-2 Stunden etwas aus der freien Kulturszene, also nicht die staatlichen Theater, egal ob nun Kabarett oder Künstler, was auch immer, und zahlt denen dafür ein Honorar. Dann haben beide was davon, diese privaten Veranstalter verdienen nämlich ein bisschen Geld und die Menschen, die es angucken wollen, können es angucken. Es geht ja nicht nur um die Künstler selber, sondern auch um Leute wie mich, die Konsumenten. Ich kann eben, wieder keinem zu nahe treten, im Moment nur Krimis und Shows angucken und das war's. Nicht? Und ich finde, gerade öffentlich-rechtliche Medien sind aufgerufen, für mehr Vielfalt zu sorgen und in diesem Fall einzugreifen. Naja, wobei Unterhaltung, muss man ja sagen, gehört auch zum Rundfunkstaatsvertrag dazu. Also Unterhaltung, das wissen viele vielleicht nicht oder denen ist es nicht so bewusst, ist
auch einer der Parameter. Sollen die gerne machen. Also ich gerne, wir haben, ich glaube, 50 Fernsehprogramme, da können die gerne in 40 davon Tatort, was ich was laufen, alles recht. Ich gucke ja auch, habe gestern Abend auch einen Krimi geguckt, ja, war sogar nicht mal schlecht. Aber ich möchte auch nur, dass ich vielleicht die ganze Programme stellen, aber dass es vielleicht in einem der vielen Programme jeden Abend ein freier Künstler auftreten kann oder eine Künstlergruppe oder vielleicht zwei oder drei nacheinander und dass die ein halbwegs brauchbares so ein Rad dafür kriegen. Ich gucke auch Fußball im Fernsehen. Nicht? Also wenn nur ein Bruchteil des Geldes, was man für Fußball ausgibt im Fernsehen, die Künstler wollen gar nicht so viel. Mit einem Viertel sind die zufrieden und freuen sich darüber. Nicht? Da ist eine nicht gute Gewichtung eingetreten, finde ich. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie die öffentlich-rechtlichen Medien eine segensreiche Tätigkeit entfalten können. Im Oktober habe ich wieder den Intendanten geschrieben, der hat auch geantwortet, aber im Grunde haben nichts zugesagt. Vielleicht hilft dieser Appell. Ich wiederhole ihn noch einfach mal. Lieber NDR, ja, lieber anderen öffentlichen Anstalten, einschließlich ZDF, macht da bitte jeden Abend eine Sendung, eine Stunde, anderthalb Stunden von freien Künstlern, also nicht staatlich bezahlten, gibt dir ein ordentliches Honorar. Das nützt den Künstlern und es nützt aber auch uns allen, weil wir können uns das dann angucken. Weil wir im Moment ins Theater nicht können, was ich übrigens nebenbei ein Fehler finde, aber ist ja halt so. Also macht das möglich, dafür seid ihr da. Und es ist übrigens noch billiger als Fußball. Wieland, ihr setzt euch ja für die Wirtschaft ein, für die freie Wirtschaft. Im Moment ist es ja so, dass die Regierung viel, viel stärker auf die körperliche Unversehrtheit schaut. Ja, das ist im Grundgesetz verankert. Und ich sag mal, früher, ich breche jetzt mal ein bisschen plakativ runter, da haben viele auf die Kapitalisten geschimpft, alles so kapitalistisch, der einzelne Mensch geht hinter dem Unternehmen unter. Jetzt machen wir es andersrum. Ja, das heißt, im Moment schaut der Staat auf den einzelnen Menschen, auf den Schutz der Menschen. Und nun heißt es wieder, ja, jetzt geht die ganze Wirtschaft baden. Kann man es den Menschen in diesem Land vielleicht manchmal auch nicht so richtig recht machen? Nein, das ist natürlich auch schwierig, aber das ist eine klassische Aufgabe von Politik. Nicht? Also zunächst muss man sagen, sage ich allen den Leuten deutlich ins Gesicht, die uns erzählen, Corona ist ja gibt's gar nicht oder ist nicht gefährlich. Doch, es gibt es, es ist gefährlich. Und ich habe gerade vor zwei Wochen im Bundestag eine sehr, sehr scharfe Rede da gehalten. Ich sage den Namen jetzt nicht, du ahnst ja, welche Partei ich damit meine. Alles ganz schrecklich. Aber man muss darauf achten, der Lockdown hat eben auch drastische Folgen. Die wirtschaftlichen, aber auch die sozialen und die psychologischen. Ja, also auch im eigenen Bereich merke ich das, die Menschen werden aggressiver, nicht weil sie böse sind, sondern weil sie gestresst sind. Ja, wir werden auch noch eine Rechnung präsentiert bekommen für die Folgen des Lockdowns. Ich will den, also Beispiel, ich hatte vor zwei Wochen eine Diskussion mit Chefärzten, auch online ging das alles. Wir haben drastisch viel weniger Tumordiagnosen, weil die Leute nicht in Krankenhäuser, nicht in Arztpraxen gehen. Die haben Angst davor, sich anzustecken. Und das ist natürlich, wir haben natürlich nicht weniger Tumoren. Verstehe. Also die werden nur weniger diagnostiziert und dann werden sie später behandelt. Ja, das ist also, und wir alle wissen, ein Tumor ist heute oft gut behandelbar, wenn er früh entdeckt ist. Wenn er früh genug behandelt wird, hat man sehr, sehr hohe Heilungschancen. Je später er entdeckt wird, umso schlechter. Also da wird uns noch eine Rechnung präsentiert werden, die ziemlich schrecklich ist. Ja. Also der Lockdown hat grausame Nebenfolgen. Die wirtschaftlichen, die reden wir heute Abend, aber auch psychologisch für Kinder. Ja, die Kinder, die nicht zur Schule gehen können oder zu Hause sitzen. Es geht in der Schule ja nicht nur um Wissensvermittlung, es geht ja auch um ein Gemeinschaftserlebnis. Ja, das ist, also die FDP ist sehr für Digitalisierung, auch für mehr digitalen Unterricht, aber nicht nur. Ja, das ist also, wir kriegen noch eine grausame Rechnung präsentiert. Und darum bin ich umso mehr dafür, nach Alternativen zum Lockdown zu suchen. Alternativen zum Lockdown, darum ging es auch heute. Wir haben mit vielen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen. Wir haben jetzt mit Wieland Schindenburg von der FDP noch mal gesprochen. Wenn ihr gerade zu Hause am Rechner sitzt, gerne auch Politikerinnen und Politiker anderer Parteien, äußert euch gerne, wie seht ihr die aktuelle Situation? Widersprecht ihr vielleicht auch in manchen Punkten? Ich bin offen, ich gucke mir das Ganze sehr differenziert an. Ich sitze ja heute als Moderatorin, stelle also natürlich gerne auch mal zwischendurch kritische Fragen. Beteiligt euch gerne, kommentiert. Und wenn ihr den Hashtag Alster in Flammen oder Alarmstufe Rot benutzt, dann werden wir das auch bei Instagram und bei Facebook sehen können. Vielen Dank, Wieland. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen möchtest? Doch, eins schon. Also Leute, seid trotz allem optimistisch. Das ist nun wirklich leicht gesagt, aber es ist ganz wichtig. Also eine der stärksten Kräfte, gut, FDP-Politiker, ist die Freiheit. Und wenn wir alle unsere Möglichkeiten nutzen, ich habe heute Abend wieder so viele tolle Menschen kennengelernt aus der Eventbranche, die haben Kreativität, die haben Energie, setzt sie ein, gemeinsam werden wir das schaffen.
Das sind wunderbare Worte nochmal zum Schluss. Wieland, ich möchte mich auch nochmal bei dir bedanken. Zumindest vom Gefühl her fand ich, du hast heute versucht, so wenig Politik wie möglich zu machen. Du hast es versucht, nicht so stark als politische Plattform zu benutzen. Klar, natürlich, du gehörst einer Partei an. Aber ich denke, im Moment ist eine Zeit, wo wir zusammenhalten müssen, so wie du es auch gerade schon gesagt hast, wo es darum geht, eher gemeinsam Lösungen zu finden. Und ja, von daher möchte ich dir da an der Stelle danken, dass du auch so differenziert warst. Ja, und auch mal gesagt hast, an welchen Stellen du da etwas begrüßt, an welchen Stellen du etwas anders siehst und was für Alternativen es gibt. Vielen Dank. Ja, ich danke für die Einladung.